Hallo Leute, es geht weiter mit Hänsel und Gretel. Wir sind im Wald zuletzt hier gewesen und gehen jetzt hier zur Kreuzung. Mal gucken, was es hier so gibt. Okay. Hier ist auf jeden Fall voll das Spinnennetz. Zerschneide das Spinnennetz. Hier, mein Stiefel, die Falle ist verrostet. Ich muss meine Hände schützen, wenn ich sie öffnen will. Ich habe einen Arbeitshandschuh. Mir fehlt aber noch einer. Da ist noch ein Luchsbau. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Donnerbüchse, aber es ist ein Feuerzeug. Ohne Schießpulver ist es jedoch unbrauchbar. Vielleicht kann ich das später in das Glas tun. An der Wohnwagentür fehlt eine Schlossmarke. Und dann habe ich noch einen Lappen. Okay. Gehen wir mal zum Luchsbau. Ich will wissen, was da ist. Amulettstück, okay. Ich sollte es ausgraben, das sieht wichtig aus. Kann ich das mit dem... Nee, ne? Ah, hier ist der andere Handschuh. Ja, dann gucke ich mich aber erstmal nochmal hier um. Mit einem Lasso könnte ich sie herausziehen. Ich habe kein Lasso. Zum Glück schlafen die meisten Tiere des Waldes um diese Tageszeit. Aha. Aber bestimmt kommen die irgendwann noch raus. Ich sehe das schon kommen. So. Toll, jetzt habe ich hier einen Schuh. Ich brauche etwas Scharfes, um den Stiefel aufzuschneiden. Der Zweig geht ja wohl nicht, ne? Ich hab nix. Dann gehen wir jetzt mal zum Schlachtfeld. Vor langer Zeit verloren viele tapfere Ritter ihr Leben auf diesem Feld. I can't move. Rusted shots. Och, der Arme, den wollen wir natürlich dann helfen. Die kann ich nehmen, damit ich das da bekomme. Schießpulver. Ah, ach so. Diese Motten fressen Moos. Vielleicht sollte ich eine davon mitnehmen. Dafür ist das Glas. Und dann ist da hinten noch eine Schlossruine. Diese Lichtung erholt sich immer noch von der Großschlacht, die hier stattfand. Ja. Sein Visier ist zugerostet. Ich muss es ölen. Mal gucken. Gehen wir mal zur Schlossruine. Es würde zu lange dauern, bis die Karotten von alleine gewachsen sind. Ach so. Hier fehlen drei Teile. Das ist mit Moos bedeckt. Kann ich meine Juwelen da jetzt schon mal... Nee, erst wenn ich alle habe wahrscheinlich, ne? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wie schön dieses Schloss einst war. Ja, gut, dann gehen wir mal erstmal wieder zurück. Was wollte ich jetzt? Jetzt haben wir Schießpulver. Das können wir doch dann da benutzen. Nun ist es feuerbereit. So, und jetzt habe ich Feuer. Kann ich... Nee, ne? Aber vielleicht mit dem Stock? Da habe ich auch noch gar nichts von gefunden irgendwie. Gehen wir mal zum Luchsbau. Kann ich da mit dem Lappen mir ein Lasso bauen? Nein, auch nicht. Das Ausgraben geht auch nicht. Was kann ich denn jetzt anfackeln? Vielleicht das Moos da hinten? Ach so, hier, moosfressende Dinger, genau. Die sollte ich mal einsetzen. Aber was mache ich mit dem Feuer jetzt? Gucken wir mal. Vielleicht ergibt sich noch was. Ist das ein Wimmelbildspiel? Bestimmt. Ja, ein Wimmelbild. So, Kanonenkugel. Kanonenkugel, Becher und Messer. Hier ein Messer bei und ich... Nee, ne?
Schachfigur und Eidechse auch noch. Und hier haben wir auch noch den Rubin, sehe ich jetzt schon. Was wollte ich? Schachfigur und Eidechse, genau. Was war das? Münzen. Ach so. Ja, ich finde gerade beides nicht. Spielkarte, die habe ich schon gesehen. Briefmarken, 3 Stück, die habe ich auch. Na? Und die da. Und dann noch ein Orden. Ein Orden. Ist das da? Ein einzelner Ohrring ist nutzlos. Ja, aber hier ist der andere. Und wo ist der Orden? Da. Und dann noch ein Nagel. Soll irgendwo versteckt sein oder so. Warte, den kann ich doch bestimmt hier mit rausziehen. Genau. Schachfigur, Eidechse und Messer aber noch. Hier ist das Messer. Die Schachfigur. Und die Eidechse. Immerhin hat sich die Musik geändert. Ach, das ist ja auch eine Eidechse, stimmt. Die ist jetzt anders wie vor. Und da ist die Schachfigur. Ich hab alles. Yippie. Und jetzt habe ich auch alle Amulettstücke, die ich hier einsetzen kann. Und bekomme noch so ein Amulettstück. Was kann ich jetzt hier machen? In die richtigen Farben einsortieren. Ich sehe schon, ich sehe schon. Grün ist ja dann auch schon richtig. Also nur noch die. Auch das war ja einfach. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Öl. Ich könnte einen Lappen mit Öl durchtränken. Na, Mensch, da kommt das Öl also her. Lecker, also irgendwie ein bisschen eklig. Und zufällig irgendwie, ne? Ja, was mache ich mit den Möhren, weiß ich noch nicht. Dann wollen wir ihn mal befreien. Vielleicht ist das ja auch seine Waffe. Yay! Jetzt redet er bestimmt auch mit uns. Oder? Nö. Vor langer Zeit verloren viele tapfere ihr Leben auf diesem Feld. Doch. That feels better. Thank you, my lady. Bitte, bitte. I lost the fight years ago. I've been trapped here ever since. I must say, I'm glad you came along. No, I understand. I see you're in a hurry. No time to chat, I suppose. Let me give you some advice. Find the lake fairy and play a melody on her altar. That will get you to your destination quite a bit faster. It will. One more thing. Take this. I lost the other half in battle, but it should serve you well. Ja, das ist wohl die eine... Nee, das ist nicht das. Finde den Altar beim See und spiele Musik für die Wasserfee. Da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall. Ja. Kann ich hier irgendwie das mit rausholen jetzt in Stiefel? Nee, ne? Nee. Das soll ich ausgraben. Da brauche ich ein Lasso. Das habe ich alles nicht. Aber hier war doch auch nichts mehr, außer den Karotten, die... Ne?
Nein, ich wollte nicht zurück. Nee, wollte ich nicht. Obwohl, vielleicht habe ich ja doch da was übersehen. Gib mir mal einen Tipp, wo ich hin soll. Ich soll zurück, ne? Habe ich mir fast gedacht. War hier noch irgendwas, was ich vielleicht auch noch nicht erledigt habe? Nee, ne? Nein, glaube ich nicht. Das denke ich immer und dann ist es aber nicht so. Hä, ich verstehe das nicht. Und das kannst du nicht da? Nee. Ich soll die verjagen. Warum kann ich das nicht einfach mit dem Stock machen? Was wollt ihr von mir? Was, hier liegt noch was? Ach, man muss aber auch echt genau hingucken. Scharfkantige Nussschale. Ja, gut. Nee, ist klar. Mit der scharfkantigen Nussschale. Nur damit habe ich es hinbekommen. Hier steckt etwas fest. Ja, dann hol's mit dem Zweig raus. Deinen Fingern bist du ja zu doof. Klar, und der Zweig bricht auch nicht ab. Ich sag dazu nichts. Ich habe eine Schaufel, damit grabe ich das Ding hier aus. Hier hat der Maulwurf etwas versteckt. Den sollte ich leicht aufschneiden können. Mit meiner scharfkantigen Nussschale. Wohnwagenschlossmarke. Jawoll. So kommen wir voran. Die setze ich ein. Und habe ein neues, schönes Rätsel. Die goldenen Kacheln müssen verschoben werden, damit der Weg für die rote frei wird. Ich muss sie durch den Ausgang links schieben, damit sich die Tür entriegelt. Ja, das muss ich am Ende machen, denke ich mir. Das ist ein bisschen blöd. Ich eile ein bisschen verbaut. Wie kriege ich den denn jeweils hoch und runter? Genau. So, damit der wegkommt. Aber das ist ja auch... Der kommt nicht ganz weg dann. Dann bleibt der hier unten wieder stehen. Wenn ich den aber so... Dann komme ich zumindest mal ein Stück weiter. Das ist ja schon mal was wert. Jetzt wieder so. Jetzt, nee, ich bin ja froh, dass ich überhaupt weitergekommen bin. So. Geh doch mal. Man muss es aber auch genau machen hier. So. Eigentlich war das gar nicht so schwer. Rein geht's mit uns zum nächsten Wimmelbild. Kristallkugel, Lampe, Bootshaken. Ein Spielkarten und zwar 4 Stück. Eins. Ist das keine? Ich dachte, das mit der Spinne. Nee, Quatsch. Wir suchen wieder so, ne, die üblichen Spielkarten. 3. Denn nun die 4. Oh, sehe ich jetzt gerade nicht. Sack Dünger.
Stiefel, Glas mit Gewürzgurken, eine 3. Da sind 3 Striche. Mais. Ist das hier Mais? Nee. Da ist noch die Spielkarte. Marionette. 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 Mais. Ich sehe hier Brot. Ich sehe Käse. Da ist der Mais. Dann eine Friedenstaube. Dieses Mäuschen hätte zu gern ein wenig Käse. Ja, komm mal raus, Maus. Komm. Einfach mal eben gefangen. Und wo ist die Taube? Wo finde ich die? Friedenstaube. Irgendwas muss es hier noch zu tun geben. Ich weiß gerade nicht wo. Mit der Taube. Hm. Na komm schon. Täubchen, 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 Täubchen. Komm. Grrr, grrr. Wo ist sie denn? Ach bitte. Sieht wie eine Friedenstaube aus. Okay. Und dann der Zweig noch dazu. Hm. Okay, ich habe einen Sack Dünger. Damit kriegen wir natürlich die Karotten hochgejagt. Klar. Mit dem Dünger wachsen sie ganz schnell. Das Öl tropft immer noch. Düngen allein reicht aber eigentlich nicht. Naja, diese Ranke ist recht robust. Ich könnte sie als Lasso benutzen. Mhm. Aha. Dafür war das also gut. Okay. Ah ja, okay, das ist die Schwerthälfte. Sie ist, ja. Sie ist zu scharf. Ohne den Griff kann ich sie nicht aufheben. Bitteschön. So. Und jetzt mit dem Schwert Spinnen verjagen? Geht das denn jetzt? Ich habe etwas falsch gemacht. Was soll ich denn jetzt hier noch wieder suchen? Nochmal. Nochmal. Gemälde. Quaste. Peitsche, Fuchsmaske, Insektizid. Da ist die Peitsche. Ja, nimm. Fuchsmaske. Da ist das Insektizid. Dann ein Poster. Ein Hufeisen. Nimm das Hufeisen. Ein Beutel? Was soll ich hier... Ob hier ein Zaubertrick weiterhilft? Ich weiß nicht. Brauchst du dafür ein Kaninchen oder einen Zauberstab? Oder ein Kaninchen? Mhm. Wo ist denn das Kaninchen? Ein Tamburin suche ich auch. Eine Mundharmonika. Da ist eine Panflöte. Monika. Tragödie und Komödie. Die beiden zusammen. Beutel, Quaste. Was ist jetzt nochmal eine Quaste? Da ist der Beutel. Und wo ist das Kaninchen? Ist das auch wieder nur so eingeritzt oder eingezeichnet? Wo ist denn da ein Kaninchen? Das ist ein Zauberstab mit einem Stern dran. Ach so, weil ich den Zauberstab brauche zum Hut, damit da, damit ich das Kaninchen rauszaubern kann. Okay, logisch. Ich denke die ganze Zeit, ich soll einfach das Kaninchen reinstecken. Quaste. Da muss er mir jetzt auch nochmal helfen, weil ich gerade nicht weiß, was es ist.
Aber ich wusste das doch mal. Das ist eine Quaste. Kann mir ja mal jemand erklären, wozu das gut ist. So, jetzt habe ich ihn... Ach so, ja. Damit kann ich die... Nur damit vertreibe ich die... Also, da wäre das ja wohl wesentlich naturtierfreundlicher gewesen, wenn ich das Spinne jetzt einfach nur mal kaputt gemacht hätte, ne? Aber nein. Nein, das... Erstmal die Spinnen richtig schön mit Gift vertreiben. Und dann wird das noch kaputt gemacht, zusätzlich. So wollen wir das haben. Oh. Give up already. Oh, more of my memory is coming back. The sisters were safe at Garvin the Goblin's house, their mother thought. She left for the battlefield to find her husband. Many moons went by, and she hadn't returned. Garvin's stores grew thin. He couldn't afford to care for both girls. So he did the only thing he could. He took one of the girls deep into the forest, and he left her there. That girl was Mava. Ich hätte nie gedacht, dass Maeva mir leid tun könnte, aber sie tut es. Ja, finde ich auch gerade. Finde ich aber sehr spannend gemacht von der Geschichte her. Finde ich cool. Also waren das beides mal Schwestern und ja, ist ja schon echt schlimm. Früher war das ja tatsächlich manchmal so, dass die Kinder nicht mehr verpflegt werden konnten. Und da gab es bestimmt einige, die ihre Kinder dann irgendwo ausgesetzt haben, in der Hoffnung, dass die dann halt, ja... vielleicht verhungern und so schnell sterben oder dass sie gefunden werden oder anderweitig irgendwie überleben, aber konnten das halt nicht mehr machen, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, jemals meine Kinder, ich habe keine, aber wenn ich welche hätte, die zurückzulassen. Also ich glaube, es gibt ja kaum was Schlimmeres, aber in diesem Falle war das ja auch nicht der wirkliche Vater oder die wirkliche Mutter und dann ist es ja auch nochmal was anderes. Ja nun, ich freue mich auf den nächsten Part, es ist ja echt spannend hier und es wird anscheinend gerade auch irgendwie lustig hier mit den Pilzen und so, sowas mag ich ja auch. Erinnert mich ein bisschen an Alice im Wunderland, irgendwie der Wald mit den Pilzen jetzt und fehlt nur noch, dass die Grinsekatze auftaucht und ja. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von Hänsel und Gretel, bis dann!